das, was dein Ego nicht loslässt. Das Ego will mit aller Gewalt logisch bleiben. In dieser Logik eine Schwammenheit, die du dir überhaupt nicht raussuchen konntest. Und du wirst wirklich merken, meine Erfahrungen jetzt als Brösel und der Brösel, das habe ich komplett aufgegeben. Die einfachsten Sätze, wenn ich mein Schwammbeispiel bringe und ich sage, du diskutierst jetzt mit jemandem, der Kampf um einen Standpunkt, und der haut für dich horrende Äußerungen raus, wo du sagst, wie kann man sowas glauben? Die muss klar sein, hättest du denn... Also nochmal deine Frage mit JHWH. Nein, aus, JCH. Ja, der JCH. Das ist immer der gar nicht, das ist was ganz was anderes. Okay, ich bleibe, weil also. Ich den JHWH habe ich jetzt, Entschuldigung, verkehrt verstanden. Okay. Ich komme zuerst einmal auf den JHWH. Dass ich immer wieder bloß sagen kann, wenn du jetzt die Bibel nimmst und die Bibel vergisst das religiöse Geschwätz von Biologen, von Kabbalisten, die haben natürlich alle recht, ein wundervolles System, die Kabbalistik, aber nur ein kleiner Bereich. Ich kann dir wieder Bücher zeigen hier über I Ching, chinesische Philosophie, wo ein großer Meister dann erklärt den Aufbau des Buch der Wirklichkeit, und der sagt, das kann man doch nicht vergleichen mit dem kabbalistischen System, weil das ja minderwertig ist im Vergleich zu unserem I Ching. 64 Zeichen, nicht nur mit 22 Zeichen rumspielen. Und da zeige ich genau, wo das arithmetische Prinzip hängt. Das kann man umrechnen. Was hier wichtig ist, dass du weggehen musst von den Auslegungen. Das ist wie beim Märchen, wenn ich immer so. Das ist ganz, ganz wichtig. Du bist zurzeit noch im Denken auf der Oberfläche. Diese drei Schichten. Im Buch Erwachen erkläre ich das mit dem Ei, mit dem Menschen und mit einem Buch. Da gibt es drei Schichten. Fange ich jetzt wirklich nicht nochmal an. Könnt ihr euch nachlesen. Und jetzt ist es wichtig bei dem HWH. HWH ist nur ein anderes Wort für Adam. Wenn ich jetzt weiß, dass der Adam männlich und weiblich ist. Da ist das Männliche, das Sege im Hebräischen heißt ja auch Gedenken. Und das Weibliche, die Nekaba, Sege wie Nekaba, wo es dann heißt in der Bibel, Vers 26, 27, er schuf den Menschen, er ist männlich und weiblich nach eigenem Ebenbild. Ist es sehr interessant, das heißt, das Nekeb heißt Loch. Interessantes deutsche Wort Loch wiederum heißt Lebensfrische. Die Lebensfrische, die du erlebst, ist deine weibliche Hälfte. Und Nekaba heißt dann eigentlich ein unterirdischer Gang. Und ich sage immer, wenn du über den Jordan gehst, wenn du hinabsteigst in deine Traumwelt, das haben wir alle schon erklärt, du merkst, da kommt eine ganz andere Symbolik. Es beginnt ja zuerst einmal im Vers 6, dass das Wasser in ein Oberhalb und in ein Unterhalb geteilt wird. Das ist das, wovon ich die ganze Zeit rede. Damit beginnt eigentlich die Lebendigkeit, wenn man das im Original liest. Immer daran denken, jedes Wort kann man 400 Seitenbuch machen. Dann wirst du merken, dass da ein Gesamtkontext entsteht in der Geschichte. Und jetzt ist der Jahwe, der entsteht ja erst im zweiten Kapitel. Im ersten Kapitel wird von Adam gesprochen, und dann hast du immer nur El Hayom. Und im zweiten Kapitel heißt es dann immer Jahwe El Hayom. Und dieses JHWH, wir können jetzt das Ja, wir können jetzt zum Beispiel JH lesen. Das ist ja das Kurzwort für Gott. Das heißt die göttliche Quintessenz. In Rot gelesen ist WH, ist ein doppelt aufgespanntes H. Wir können natürlich jetzt auch das J einzeln stehen lassen, dann ist es der kleine Gott, und das HWH sind dann unsere zwei H. Und das W kann ich ja als O vokalisieren, dann heißt es A, Ho, A, das ist H2O. Das ist das blaue Wasser. Da kommt jetzt die Chemie ins Spiel. Das ist übrigens nicht willkürlich zusammengewürfelt. Wenn dann jemand eine Song da hat, er gescheit recht, dass das jetzt zufällig passt, dann studierst du einfach die Holo-Arithmetik, dann wirst du manchmal mit Zufall, hat das überhaupt nichts zu tun. Das raubt dir den A. Das ist so weit über dem, was Physiker und Naturwissenschaftler oder Chemiker machen, die geistlos Symbolik nachschwatzen und materialisieren in ihrer Vorstellung, weil sie so programmiert wurden. Es werden die Vorstellungen aus Physik- und Chemiebüchern als Vorstellung materialisiert, so wie ein Dialoge sich aus Adam und Eva ein Neandertaler-Bärchen macht irgendwie, hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Kain- und Abel-Geschichte habe ich so oft erklärt, wenn der Kain den Abel erschlägt. Jetzt, wenn ich aber das Wort Abel in der Bibel anschaue, wir können das deutsche Wort Abel lesen, dann haben wir schon Vatergott, Abel, als Zweierradixen, da steht Hebel, Habel, und das heißt eigentlich eine Nichtigkeit, ein Nichts. Und der Kain schreibt sich Kin mit einem Kof vorne, Kof ist das Hebräische Buchstabe Kof, heißt ja das Wort Kof, heißt auch Affe, das heißt der Affe ist eine intellektuelle Existenz, eine affin aufgespannte intellektuelle Existenz, das ist der Affe. Und der schlägt sein eigenes Nichts, das ist den er sich selbst ausdenkt. Und dadurch wird er unstet und flüchtig, heißt es. Das heißt, jetzt fängt er an, hier auf der Erde rumzulaufen und versucht sich selber irgendwie wieder ins Reine zu bringen. Ins Reine.
in den Spiegel zurückzubringen, wo er entsprungen ist. Die Bilder entspringen, wenn der Spiegel in der Mitte ist. Ich mache immer, wenn wir es so haben, haben wir einen Wasserspiegel. Immer so. Vorm Spiegel, hinterm Spiegel. Müssen wir nur den Wasserspiegel hochdrehen, wenn du lächelst. So ist jetzt das materialistisch gesehen, dann lächelt es im Spiegel bzw. hinterm Spiegel, wobei das H-Indern, da steckt das Indern schon mit drin in den Hindern. Hinterm, Inder, M. Das, die interne Gestaltwertung. Bist du dabei, Heiko? Hinterm Spiegel, du sagst doch, da ist etwas vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Jetzt, wenn wir das von oben uns betrachten, ist das H hinterm Spiegel, ist genau genommen im Spiegel. H in der Quintessenz, die Wahrnehmung ist eine Inder M, eine interne Gestaltwertung. M ist Gestaltwertung. Bist du jetzt dabei? Das heißt, was wir hinterm Spiegel sehen, ist genau genommen im Spiegel. Und das vorm Spiegel, mach aus dem VRF. Das ist die Form des Spiegels, die raumzeitlich ausgedacht wird, aus dem Spiegel herausgedacht wird, weil du selber eigentlich der Spiegel bist. Das hebräische Wort Spiegel schreibt sich nur R-A-I, Rai. Resh Aleph J. Rot gelesen, in der Tabelle heißt es der Kopf des Schöpfergottes. Es wird, das vorm Spiegel wird aus dem Schöpferkopf herausgedacht, der du selbst bist. Und dort du dich jetzt verwechselst, denkst du dich in den Kopf raus, den du dir selber vor dich hinstellst. Beim eigenen Kopf natürlich nicht, da ist dir klar, ich bin jetzt im Zentrum von meinem Kopf. Aber was passiert jetzt, wenn ich jetzt dann sage, wenn wir dann essen oder grillen heute Abend, dann denkst du dich da vor den Grill hin. Aber wieder nur feinstofflich, weil das nicht hier und jetzt ist. Das ist ein Spiel, das man kriegt man irgendwann nochmal mit, das wird irgendwann nochmal installiert. Und dieser Jahwe, was ich jetzt erklärt habe, der ist praktisch ein kleiner Gott und der ist HWH oder HOH und das ist H2O. Das H2O ist das Wasser. Das ist aber genau genommen das blaue Wasser. Plus H, minus H, kommen nicht nacheinander, sondern das sind zwei Hs. Da kann ich jetzt mit die zwei H, OA, das W ist ja auch O auszusprechen. Klingt so kompliziert, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Wo dann viele gleich Abstand sagen, da komme ich nicht mit. Wenn du das oft genug dir anhörst, war das sowas von selbstverständlich. Und du kannst dich in Leute reinversetzen, wenn du den Weg durchdacht hast. Ich kenne so viele, die hier Ohrenbarungen anfangen, da kommen die ersten hebräischen Zeichen, dann machen sie sich Tabellen und schauen die Zeichen an und die sehen, mal ehrlich, jeden, es ist jeden so gegangen, die sehen am Anfang fast alle gleich aus. Das ist also hier, und wenn du dir mal lange genug dich damit beschäftigst, sind die ein Kleinoder Inspiration ohne Ende, dass du, darum habe ich ja in die ersten, in Du bist ich, habe ich ja nur die Zahlencodes, die habe ich auch noch von links nach rechts geschrieben. Also die Ziffern statt Zahlen Ziffern hingeschrieben. HWH ist 565. Dass du das siehst, da habe ich ja absichtlich die Zeichen draußen gelassen. Und dann irgendwann einmal wirst du merken, dass wenn jetzt hier die Liliane zum Beispiel manchmal die Zahlenketten hinschreibt, die will ich gar nicht anschauen, das ist mir viel zu kompliziert, aber wenn die hebräischen Zeichen stehen, siehst du nämlich gleich das Rot-Blau, den Ziffernwert und die Symbole gleichzeitig. Wenn du dich damit beschäftigst, passiert es. Und wenn ich dir jetzt bloß einmal 4, 5 Ziffern hintereinander gebe, als Ziffern geschriebenes Wort, dann müsstest du jetzt erst die Ziffer zu einem hebräischen Zeichen machen und dann baut sich das auf. Wenn du das aber lange genug machst, siehst du das und du siehst es sofort. Dann wirst du ja merken, wenn du Autonummern siehst, du siehst bloß hebräische Ziffern überall, weil die Symbolik in den Zahlen werden immer gleichzeitig mit da ist. Und es ist ja im Hintergrund. Jetzt denk an den Anfang des Films Matrix. Das ist das. Auf dem Bildschirm. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Und das JCH, was du gerade gefragt hast, zieht dir viele Bücher gleichzeitig. Das ist eigentlich eine Frage, die beantwortet sich von selber. Du denkst jetzt ganz einfach ein Bücherregal und ich nenne das immer Chat-Denken. Jetzt muss man natürlich mit dem Chat vorsichtig sein, weil ich manchmal nämlich auch vor unserem Chat spreche. Auf Skype. Das ist ein Chat. Und das Chat schreibt sich ja Chit. Jetzt muss ich natürlich wissen, dass im Hebräischen das J oder das I, gibt ja bloß I, J ist ja derselbe Buchstabe, dass das E ausgesprochen, I ausgesprochen wird. E und I ist gleich. A, B, C, D, I. I ist das E im Englischen. Und das Chit, also praktisch hier 8, 10, 400 in Zahlen gesprochen. Merkst du, das wird jetzt schon, wenn du das hörst, musst du umdenken. Bei dem Chit ist es definitiv so, dass das hebräische Wort für Lebendigkeit ist. Die Lebendigkeit
aber genau genommen eine Lebendigkeit in einer Konserve. Das führt uns zu dem hebräischen Wort Sama, da kommt der Samariter her, die barmherzige Samariterin, das hat mit Sicherheit vielleicht schon mal einer gehört, die Geschichte gehe ich davon aus, kennt jetzt nicht so genau, das ist die Samariter, das sind die Konservativen, weil nämlich das Wort Sama heißt bewachen, bewahren, konservieren. Und jetzt denk an eine Filmkonserve. Es ist eine Scheinlebendigkeit. Ja. In einer Filmkonserve, wenn ich jetzt auch, kennst du den Film, und wir denken jetzt einfach mal den klassischen Film, jetzt nennen wir es Datei. Und das ist ganz einfach, da ist eine Lebendigkeit drin, die aber nicht lebendig ist, solange, wenn ich es auch, kennst du den Film, und du sagst, ja, ist das alles gleichzeitig doch. Ich gehe zum Beispiel zur Inge, weil die das gefragt hat, kann der dann alle Bilder, Filme gleichzeitig sehen? Und du hast ein Bücherregal und da sind jetzt meinetwegen, ich sage einfach mal, 10 Romane drin. Und dann sage ich, hast du die alle gelesen? Und sagst du ja. Das ist genau der Zustand, nach dem du gefragt hast. Okay. Und jetzt beendet JCH ein Programm. Das Buch wurde zu Ende gelesen. Das andere Buch, angenommen, das ist jetzt mein... Das macht nicht JCH. Das ist immer, du machst jetzt was, was du hier, das ist wie ein Gott, der irgendwas macht. Die Leute sagen immer, Gott hat das gemacht, Gott hat das erschaffen. Ich sage dir, wir müssen zuerst einmal uns klar festlegen, was für eine Vorstellung löst das Wort Gott in dir aus. Wenn du das genauer wissen willst, dann gehst du einfach in das Buch Holofeeling für Neugierige. In anderen Selbstgesprächen auch, aber in Holofeeling für Neugierige soll ich dann immer wieder, der bildet sich ja ein, der ist Gott. Und also im Moment nochmal, wir müssen zuerst einmal feststellen, was verstehst du unter dem Wort Gott? Wenn wir das Wort Gott als Schöpfer definieren, dann ist der Autor von dem Buch, den du dir jetzt ausdenkst, vielleicht den Udo Petscher, wenn du liest, ist ja ein Selbstgespräch, der ist mit Sicherheit nicht Gott, sondern dann bist du vielmehr Gott, weil du erschaffst dir jetzt den Schreiber von dem Buch, das du jetzt in den Händen hältst. Wenn wir Gott als Schöpfer definieren, ist der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ein Gedanke von dir, den du erschaffst, zwanghaft in Maßsetzung deiner Logik. Weil wenn du ein Buch in der Hand hast, sagt deine momentane Ego-Logik, dein Programm, dein Schwamminhalt zu dir, das muss ja irgendwo anders geschrieben haben. Da steht, glaube ich, wirklich sogar drin in dem Selbstgespräch, weil wo eine Schrift ist, muss auch irgendwo ein Schreiber gewesen sein. Den legst du dir natürlich jetzt zwanghaft in die Vergangenheit. So, wenn es darum geht, wer dieses Blatt Papier erschaffen hat, dann musst du an den Drucker denken, der die Farbe auf das Papier gebracht hat. Das ist aber mit Sicherheit auch nicht der Udo Petscher, den du dir ausdenkst. Das ist die Genauigkeit, die ich fordere. Das heißt, wenn du Gott als Schöpfer nimmst, ist das dann mal der Schöpfer, der sich das ausdenkt. Egal, was du dir ausdenkst, du erschaffst es in deinem Kopf. Und es wird dann für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Eleganter ist es, dass wir Gott als die Ursubstanz allen Seins betrachten. Das wäre jetzt in der Physik einfach das Wort Energie. Dieses klassische E-Zeichen, das Formel-E-Zeichen, wie es Einstein benutzt. Das dann schon wieder verwässert wird, wenn man dann in die normale Thermodynamik oder in die Energieformen kommt. Dieses klassische Energie, und ich sage es immer wieder, die kann, steht in jedem Physikbuch, jeder Abiturient lernt das. Energie kann weder vermehrt werden, noch vernichtet werden. Das heißt, die bleibt immer absolut dieselbe Energie, ohne Quantität. Sie ist nichts und alles gleichzeitig. Das symbolisiere ich mit 200 Gramm rote Gnäder, die nicht denkbar ist. Sie kann nichts werden, weil sie etwas ist, was nicht gedacht werden kann. Das Wort Energie ist keine Energie, so wie das Wort Nichts nicht nichts ist. Aber wir symbolisieren eine Vorstellung, die eigentlich jetzt in dem speziellen Fall gar keine Vorstellung werden kann. Weil sobald du eine Vorstellung hast, bist du nicht mehr derjenige, der sich das vorstellt. Die 200 Gramm rote Gnede, die eine Form annimmt, ist schon eine Vorstellung, ist schon eine Information von dieser Energie. Diese Energie ist ein träumender Geist, der sich ständig in eine andere Form von Energie umverwandelt, von Augenblick zu Augenblick. Das ist das Spiel. Das ist hundertprozentig sicher, kann jeder 13-Jährige hier und jetzt sofort überprüfen. Versuch einmal den Udo anzuschauen und dann versuch die Renate anzuschauen. Oder die Bianca. Renate hat sich aus dem Staub gemacht. Da oben. Ach, da ist er. Siehst du, Blickwinkel, Feld. War Blickwinkel, Renate war, wenn ich jetzt sage, zack, Mensch, da war doch gerade, du siehst aber jetzt gut aus, hast vorher auch gut ausgeschaut. Das ist das Spiel. Es ist ein ständiger Wechsel von Bildern. Darüber diskutiere ich nicht mit irgendeinem Gedanken von mir. Da bin ich sehr rigoros, glaub mir. Das ist du, wenn du mich jetzt ausdenkst, bist du ewig, ob dir das passt oder nicht, ob du mir das glaubst oder nicht glaubst, du wirst es erleben.
Das ist ein göttliches Versprechen. Ist natürlich auch schon wieder das Versprechen, ist natürlich auch schon wieder so eine Sache. Habe ich mich jetzt versprochen? Das sind die zwei Seiten. Ich kann mich so schön erinnern, fällt mir jetzt gerade ein, eine alte Geschichte. Ich springe mal in die Vergangenheit zurück, hat es früher zu einem Fernsehpfarrer gehen, Pfarrer Fliege. Da hat es eine Talkshow gegeben und da hat er verschiedene Geistliche eingeladen. Er hat dazu einen jüdischen Rabbi eingeladen gehabt, dann hat er einen katholischen jungen Pfarrer eingeladen, dann hat er einen Mufti von einem muslimischen Geistlichen eingeladen und einen evangelischen. Und da war dann das Spaßige, dann hat er den katholischen Pfarrer gefragt, was er vom Zölibat hält. Und dann sagt der junge katholische Pfarrer, ich habe meinem Bischof versprochen, dass das für mich diese Sexualität vom Tisch ist, weil ich mich Gott widme. Und dann sagt meine Frau ganz spontan, also wenn ich mich verspreche, stelle ich das richtig. Das hat natürlich auch diese zwei, Seiten, wenn man sagt, ein Versprechen. Nennen wir es lieber eine Versicherung. Das ist ja der Witz. Wenn du es kannst, kannst du alles, was positiv, auch negativ machen und es negativ positiv machen. Aber das ist die Grundvoraussetzung, dass du dieses Prinzip verstehst. Und damit will ich dir immer eigentlich nur ausdrücken, du wirst es nur begreifen, wenn du dich erhebst. Du musst aus dieser momentanen Daseinsfähre, und ich vermeide jetzt von irgendwelchen Dimensionen zu reden. Das sind ganz grobe Bilder, wo ich dir garantiere, es gibt keinen, der das wirklich verstanden hat. Sobald dir einer irgendwas von der 8. oder 11. oder 13. Dimension erzählt, das sind alles Schwätzer, weil die normal raumzeitlich denken. Übrigens schon aufgrund der Tatsache, dass wenn solche Typen noch in dir auftauchen, hast du es nicht verstanden, weil ich dir ja vorsetze, dass du merkst, dass die gar nicht verstanden haben können. Ein Gedanke von dir kann bloß das verstanden haben, was du denkst und was du glaubst, dass er verstanden hat. Immer an die Kiste denken. Du denkst an eine Kiste, die ist jetzt in deinem Kopf und ich frage dich, was ist in der drin? Und dann wirst du feststellen, in der Kiste, die du denkst, als Information, ist erst dann was drin, wenn du dir in die Kiste was reindenkst. Und jetzt setze ich für das Wort Kiste, dass du denkst, irgendeinen menschlichen Kopf. Und dann wirst du merken, dein Ego ist schon das Erste, was du spontan sagst, dein Gehirn. Wenn ich jetzt bloß von einer Kiste spreche, wirst du nicht sagen, da ist ein Gehirn drin. Also du merkst, da ist schon ein hartnäckiges Ego da, das hier schon mal gleich ganz vorne weg dir das Gehirn reinschiebt als Information, weil du nicht in der Lage bist, dir was anderes reinzudenken. Zum Beispiel ein Vögelchen, drum soll ich, da hat es dir einen Vogel raus, wenn du den Udo längere Zeit zulässt. Wenn du den Udo zuerst, hat es dir das Gehirn raus. Jetzt ist das hebräische Wort für Gehirn, baut sich ja sehr schön auf, ich nenne es immer Mechschef. Juden, Ivris sprechen das übrigens anders aus. Das ist die Sache mit der Aussprache. Das schreibt sich jetzt erst einmal im Chat. Okay, und dann Shin Bet. Das ist das hebräische Wort für Gehirn. Dasselbe Wort heißt auch Rechnungsführer. Also Mech, Entschuldigung, Gehirn selber heißt nur Mech und Rechnungsführer heißt dann Shin Bet hinten dran kennt. Dieses Shin Bet allein ist ganz interessant. Es ist nämlich in jedem Wörterbuch heißt es erst einmal ein Rückkehrer, eine Rückführung und es heißt Sitzen und Wohnen. Das heißt, du wirst wieder zurückgeführt, wo du eigentlich deinen ewigen Sitz hast. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und das M-Chat, das M-Waff-Chat genauer, das schiebt sich ja Waff mit rein, das ist eine gestaltgewordene Kollektion und das ist dein Intellekt, das ist dein Schwarminhalt. Darum ist der große Begriff für das Gehirn ist eigentlich immer, das Gehirn symbolisiert eigentlich einen ganz bestimmten Prozessor mit einem ganz bestimmten Programm. Und das ist jetzt hier in der Bibel, kommt jetzt beim Pharao vor, das sind die Rechnungsführer vom Pharao. Und das ist ja jetzt nicht der angenehmste Geselle. Das, wenn du dann nachschaust, diese Radix vom Pharao selber. Aber das ist, darum geht es gar nicht, wenn ich jetzt biblisch betone, immer wieder, wir können dasselbe jetzt in Sanskrit machen, wir können in die Upanishaden reingehen, die Upanishaden. Das ist vielfältig, alle heiligen Schriften und dazu zähle ich auch die Physik und die Chemiebücher deiner Welt, das ist bloß eine andere Glaubensgemeinschaft. Die Weltreligion, wie ich das zurzeit in deinem Traum nenne, es gibt nur eine Weltreligion. Der Grundaufbau des naturwissenschaftlichen Wissens hat komplett alles infiltriert, ob das Moslems sind, ob das, die hängen zwar an ihren alten hirnrissigen Traditionen, ob die jetzt hier, die haben auch einen symbolischen Sinn, ob die jetzt die Juden ihre Kinder beschneiden, all das sind alles, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist eine komplette Entmündigung, du funktionierst wie eine Maschine, weil man dir das eingemacht hat.
Denk an mein Schwammbeispiel, das mit dem Säugling, den ich irgendwo groß werden lasse. Das ist übrigens auch eine Sache, wie der Hubert, wo ich sage, dass die Metaphern wirklich nur Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen sind. Weil der Schwamm verändert sich dabei ja nicht. Das heißt, um das nochmal zu wiederholen, wenn ich jetzt den Heiko zum Beispiel als Baby nehme, egal ob ich den in Indien, in Bassien, in Bayern, in Friesland groß werden lasse, du wirst, wenn du 30 Jahre alt bist, jetzt raumzeitlich gedacht, immer denselben Körper vom Heiko sehen, das ist der Schwamm. Wenn du in den Spiegel schaust. Aber du wirst komplett andere Sprache sprechen. Du wirst, wenn du in Indien groß wirst, kein Rindfleisch nicht essen. Wenn du als Hindu erzogen wurdest, wenn du in Bassien erzogen wirst, wirst du zwar kein Problem haben mit Rindfleisch, aber du wirst kein Schweinefleisch nicht essen. Und jeder ist sich vollkommen hundertprozentig sicher, dass das, was er macht, das einzig Richtige ist. Diese Arroganz, die solltest du loslassen. Dass das, was dir jetzt logisch erscheint, dass das so eine Heuchelei ist, die Selbstlügen, das baut sich ja immer wieder auf, wo ich sag, wenn ich immer von Heuchler rede, und immer wieder dazu sage, begeh nicht den Fehler, dass du glaubst, dass der Udo, den du jetzt zuhörst, den du dir selber ausdenkst, dass der gegen irgendetwas ist. Oder dir erklär, dass da was verkehrt läuft. Das machen normale Menschen, die vom Heiligen Ganzen keine Ahnung haben. Es ist diese Führerscheinprüfungsbogenwelt. Es ist eine Testphase. Für eine komplett andere Welt, die ich nicht einmal anfange, dir zu erklären. Das ist ungefähr so, wenn ich immer sage, du würdest jetzt hier mit einem Stethoskop oder was in der Gebärmutter reingehen, wo sich hier ein 7 Monate alte Fetus befindet. Oder 8 Monate alte. Und du versuchst ihm zu erklären, wie die Welt ist, die du da außen siehst. Es geht nicht. Du kannst einem Basic-Computer nicht erklären, was man mit Windows alles machen kann. Da müsst ihr ja zu Windows fahren. Das ist jetzt eine Sache, wo ich sage, das kannst du nicht überprüfen. Da muss ich jetzt sagen, da vertrau mir ganz einfach. Halte dich an das, was du überprüfen kannst, und dann wirst du zuerst einmal feststellen, die Angst vor der Vergänglichkeit macht dir einfach bewusst, das, was ewig ist, was wir rot geschrieben Geist nennen oder Ewigkeit nennen, kann nicht existieren. Das ist die Grundvoraussetzung, dass du ewig bist. Weil alles, was existiert, was in dir als Information auftaucht, sich schon verändert mit nächsten Gedanken und mit nächsten Blickwinkel, wo du hinschaust. Ist das so schwer zu verstehen? Ich komme da, wenn du das einmal gecheckt hast, du wirst glauben mir, du kannst überhaupt nicht mehr verstehen, dass du jetzt ein jetzt ausgedachtes Leben gebraucht hast, dass dir das nie aufgefallen ist. Weil du nie selber gedacht hast. Jetzt sind wir in einer Generation, die ja nur jeden Scheißdreck nachschauen. Wie heißt es denn, ich bin du? Du wirst immer ein billiges Abziehbildchen sein von den Idioten, denen ihre einseitige Meinung du nachplapperst. Und die konntest du dir mit einem Schwamminhalt nicht raussuchen. Bis hin zur Mode. Das ist, ob das die Elite ist, ob das die jungen Leute sind, ob du auf ein Kirchendach rennst oder auf Demonstrationen gegen links rennst oder Demonstrationen gegen rechts rennst. Der Mensch ist einfach, des Überlebens gar nicht würdig. Die maßloseste Selbstüberschätzung, die es überhaupt gibt, wenn ein Trockennasen meint, er ist die Krone der Schöpfung. Er ist das schlimmste und das gefährlichste Viech, das überhaupt die von ihm selbst ausgedachte Erdkugel betritt. Es gibt auf dieser von ihm selbst ausgedachten Erdkugel nichts Grausameres. Mit Intelligenz, da ist nicht ein Hauch von Intelligenz in der Masse. Es gibt immer wieder Leuchten, die aufleuchten, aber das sind dann die sogenannten Mystiker, die wirklichen Mystiker. Und da wirst du feststellen, wenn du dann die lesen tust und du hast Holofeeling verstanden, dass das einfach nur in einer sehr, sehr einfachen Form das ist, was ich dir mit Holofeeling mitteile. Ob du den Mystiker jetzt Jesus nennst oder Meister Eckhart nennst oder Jakob Lorber nennst, das werden wir durchgehen, sage ich dir Satz für Satz, dass das absolut nur vereinfachte Formen von Holofeeling sind, ohne die ganze Arithmetik und ohne die Physik, weil man ja die damals noch nicht gekannt hat. Und das dann sehr, sehr schwer ist, das, was ich jetzt mit einem Computer zum Beispiel darstelle als Metapher, das hat ein Jakob Lorber gar nicht, den wir uns jetzt natürlich ausdenken, den es nicht gibt, wenn wir ihn nicht denken. Wir, sage ich jetzt schon, ich bin du. Und das ist jetzt deine Frage, kann der JCH ein Chat denken? Ist das alles gleichzeitig da? Ist? Ich sage, kannst du rechnen? Und du sagst, ja. Und wie groß kann dieser Chat sein? Oh. Unvorstellbar groß. Unvorstellbar. Okay. Unvorstellbar groß. Das ist ja schon das Spiel, wenn ich dich jetzt bloß frage, als normaler Mensch, was weißt du alles? Erzähl mal, wir wollen es wissen. Nichts. Und dann wirst du feststellen, ich weiß gar nicht. Und dann wirst, nein, ich meine jetzt rein intellektuelles Wissen. Das sind so Stellen, dass du
dir gar nicht vorstellen kannst. Das ist, was du momentan greifst. Ich glaube, ich habe hier mal ein Beispiel gebracht, dass wenn ich jetzt hier sage, setz dich einmal hin und schreibe mal auf, was du alles über den Hitler weißt. Das wird natürlich jeder andere Vorstellung haben. Aber wenn du dich jetzt hinsetzt, was du weißt, und du fängst jetzt einfach mal, was du alles über den Hitler weißt, hängt natürlich jetzt wieder vom Charakter ab. Aber das Hochinteressante ist, ich sage mal, du wirst nach 2, 3 DIN A4 Seiten als normaler Standardmensch, was du zum Stocken anfangen, weil dir nichts mehr einfällt. Und dann setzen wir uns hin und dann lasse ich dir nur Filmausschnitte und Bilder und Sätze und Zitate über eine Woche durchgehend spiele ich dir ein und du musst dir eigentlich eingestehen, das habe ich schon mal gesehen, das habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gehört, das hast du alles vergessen. Aber du wirst dann merken, wenn du es wieder siehst, habe ich schon mal gehört, den Filmausschnitt, das habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gesehen. Weil das, es geht ja nichts verloren. Ich sage immer wieder, das schönste Symbol für Gott ist das Internet. Das Internet selber macht nichts. Gott, die 200 Gramm rote Gnede, bestimmt nichts. Das ist das Spiel der Trinität. Du musst die Trinität begreifen, die in allen Religionen da ist. Dieser Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Das Wichtige ist der rote Vierte geschlossen. Die rote Vier heißt der geschlossen, der sich diese drei ausdenkt. Und dann wirst du feststellen, die können wir jetzt wieder verschieben. Ich mache das einmal auf Hebräisch, mir um den Heiligen Geist. Den setz mal, der ist an und für sich nicht denkbar. Das ist die Synthese. Wir können jetzt sagen, Gott Vater und Gott Sohn ist wie plus minus. Das ist ein Bärchen, wo wir uns ausdenken. Und der Heilige Geist ist die Synthese. Aber wenn ich sage, das ist plus 5 und das ist minus 5, dann ist die Synthese eigentlich nichts. Ein ausgedachtes Nichts. Und der, der sich jetzt diese Trinität ausdenkt, bist dabei, Heiko, ganz grob? Wir sagen, Gott Vater ist die plus 5, die Quintessenz. Gott Sohn ist die minus 5, plus 5 und minus 5 ist 0. Das ist jetzt der Heilige Geist, den wir uns denken. Aber jetzt muss ja einer da sein, der sich den Heiligen Geist ausdenkt. Das ist die rote 4. Dann haben wir in unserem Einheitskreis ist das plus plus, das ist die totale Verbindung. Okay? Und jetzt hast du ja, der Vater schreibt sich 1, 2. Wiederhole das, ganz simpel. Das sprechen die Juden ab aus, das heißt Abba, das ist der Vater, ab. Das kann man aber da das B am Ende, dass das auch ein W ist in der Aussprache oder ein V. Wenn man das AF ausspricht, obwohl da 1, 2 da steht, also Aleph B da steht, wenn ich das AF ausspreche, heißt das Aufblühen. Der Sohn ist der Ben. Das ist eine polare Existenz. BN, B die 2, N existieren, blau gelesen. Macht schon Sinn. Aber pass auf, wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt die 1 und die 2 zusammenzähle, kriege ich die 3. Das 3 wird natürlich jetzt interessant, weil DR heißt die Öffnung einer Berechnung, okay, und I erzeugt einen Trümmerhaufen. Das ist, wenn was aufblüht, die Gedankenwellen aufblühen, dann passiert es in der 3. Ich kann das auch an den geöffneten Spiegel oder den geöffneten Schöpferkopf Gottes lesen. Ich muss nur die Farben verschieben. DR wiederum, diese geöffnete Berechnung, hebräisch, heißt Generation. Wir wissen das alles, die Generation eines Ei, eines Trümmerhaufen, mit 70 geschrieben. Aber wir können das Ei auch mit 1 schreiben, dann heißt es nichts, die Generation von nichts. Was wird eigentlich generiert, wenn ich die Form der Gnede ständig umforme? Dann verende ich ja die oberflächliche Erscheinung der Gnede. Ich mache aus der Tasse nochmal einen Teller, eine kleine Figur. An der Gnede verändert sich nichts. Energie ist immer dieselbe Energie. Sie wird nur ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Aber diese Form, wenn ich mir jetzt die Energie als 200 Gramm rote Gnede vorstelle, ist immer 200 Gramm rote Gnede. Gott kannst du nicht verändern. Der ist alle Formen, die man entgehen kann, oder genau genommen ist es alles nichts. Das ist die Grundsymbolik, mit der du es zu tun hast. Und wenn wir jetzt in die Physikbücher reinschauen, wird das unendlich genial beschrieben in den physikalischen Formeln. Da haben da eure Physiker keine Ahnung, weil die Physiker, die du dir ausdenkst, haben von dem genauso viel Ahnung wie irgendwelche Theologen Ahnung, was wirklich in den Heiligen Schriften drin steht. Gleichgültig, ob das jetzt jüdische, christliche oder muslimische oder sanskrit-hinduistische Theologen sind. Weil diese ausgedachten Theologen immer nur das rezitieren, was sie jetzt ausgedachterweise an ihrem Studium gelernt haben, von ihren Meistern gelernt haben. Die ursprünglichsten Meister, die haben dann wieder eine Ahnung, wenn du das ursprünglich liest. Das ist Holofeeling. Und darum ist Holofeeling nicht für die Masse. Darum sage ich, diese Aufnahmen jetzt, die sind immer bloß für den,
der uns jetzt uns Brösel ausdenkt. Wir sind bloß Informationen in unserem Kopf, der uns jetzt ausdenkt. Wer denkt uns jetzt aus? Ich weiß hundertprozentig sicher, dass du mich jetzt ausdenkst. Aber was bin ich jetzt? Hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Geh wieder den letzten Blindfight 2019. Du hörst jetzt Geräusche und diese Geräusche erzeugen in dir Vorstellungen. Welche Vorstellungen du bei den Geräuschen kriegst, das steht und fällt, wer du jetzt zu sein glaubst. Das heißt, welcher Mensch, welches blaue Ich du zum Denken, welches Programm du zum Denken benutzt. Das Wort Marion löst in jedem eine komplett andere Vorstellung aus. Ich bin davon überzeugt, wenn du glaubst, du bist der Robert Neugebauer und du hörst das Wort Marion, denkst du an eine ganz andere Marion, wie wenn du glaubst, du bist der Udo Petscher. Du kennst natürlich, wenn du jetzt denkst, ja, ich kenne die andere Marion natürlich auch, aber da ist immer eine vorrangig. Ein anderer sagt wieder Marion, ich kenne keine Marion. Und es hängt davon ab, auf welcher Seite in der Bucht du bist. Du merkst, jetzt wird es genau. Weil wenn ich jetzt auch denke mal an deine Küche, wirst du feststellen, dass du auf der Seite 20 wahrscheinlich an eine komplett andere Küche denkst, wie auf der Seite 50, solltest du schon auf der Seite 50 sein. Diese Genauigkeit, das überragt das ganze Geschwätz und Verkopfte von Gehirnforschung und Psychologie. Das ist alles auch richtig, aber es ist eine riesengroße Sackgasse. Es ist ein Aufblähen von komplizierten Sachen. Danke, Schatz, ist alles in Ordnung. Man kann die Arme auch in die Ärmel reinstecken. Dann nein, ist alles in Ordnung. Lass mich doch jetzt heiß reden, ich brauche eine Kühlung. Das ist, und darum wiederholt sich das, weil ihr hört es und es ist irgendwie logisch, aber was dir nicht bewusst geworden ist, was das eigentlich für dich selber aussagt, die Möglichkeiten, die ich dir öffne, aber die kriegst du erst geöffnet, wenn du die Führerscheinprüfung verstanden hast. Und die Führerscheinprüfung hast du dann verstanden, wenn du dich über nichts und niemanden mehr aufregst. Und wohlgemerkt, ich verlange nicht, dass sich der nicht mehr aufregt, der du zu sein glaubst. Das ist der Unterschied. Weil dann, wenn du das zu verhindern versuchst, dass der sich aufregt, der du zu sein glaubst, bist du schon wieder blindes Arschloch, ein Geistloses. Die Kunst, sich dabei zu beobachten, wie man sich festsitzt, in dieser Rolle und das vollkommen bewusst beobachtet, ohne dass man das verändern will. Das ist der erste Schritt in die Freiheit. Es geschehen lassen. Als der da schaut, kann ich mich gar nicht mehr aufregen. Richtig, weil wenn du der bist, der schaut, wenn du wirklich der bist, der mich jetzt ausdenkt, bist du in einer absolut stoischen Ruhe. Und dann siehst du, wie das Ding, das du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, bei einem gewissen Reizauslöser einen Schweißausbruch kriegt, körperlich massiv reagiert, der Hals anschwillt, poch, 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 die Halsadern. Das ist lauter, das kann man beobachten, das kommt das Spiel der Physiognomie, wo dem Menschen so abgeht. Menschenkunde, wie innen so außen. Das ist, da geht es ja nicht, ich rede nicht von richtig und verkehrt, das ganze Auftreten, die ganze Physiognomie ist ein offenes Buch. Diese alten Sprüche wie innen so außen siehst du sofort, sucht sich ja keiner raus die Rolle. Das ist das, was man verstehen muss. Du kannst mit einigen wenigen Worten, merkst du, dass manche gleich die Herzschlagadern ausschwellen, so entsetzt reagieren diese Mechanismen drauf. Das ist natürlich den du anschaust, der spürt es ja, das ist ja nur Gedanke in dir. Du kannst dir dann bloß denken, Mensch, wenn ich jetzt das Programm habe, dann bin ich das ja, ich empfinde das ja. Du wirst anfangen, alles zu empfinden. Das Leid der Welt wird dein Leid. Aber du hast dann auch verstanden, dass zu dem Leid der Welt die Freude der Welt gehört. Das ist wie mit dem Kinderkriegen. Ist jetzt das schlimm oder ist das nicht schlimm? Ist das Freude? Immer eine Sache, ich zeige dir nur einen Gesichtsausschnitt aus einem Bono von einer Frau und dann zeige ich dir einen Gesichtsausschnitt von einer Frau, die ihr Kind auf die Welt kriegt. Und du wirst feststellen, dass die Gesichtszüge neu zu dieselben sind. Vorausgesetzt, es ist richtig geiler Sex. Stimmt oder stimmt? Jetzt tut es weh? Ja, wenn das doch dann so schlimm ist, wieso will die dann nicht wieder mal 3, 4 Kinder? Gibt es ja welche. Also das kann es nicht sein. Also du merkst, dass dort das alles im Auge des Betrachters liegt. Das ist in einem gewissen Maß immer wieder, wo du dir dann irgendwann glaubst, du musst dir alles irgendwie erarbeiten. Die Freude muss man sich erarbeiten und das Leid, das kommt von alleine, aber das ist selbst. Das ist mit nichts tun, das ist schon die große Problematik mit Arbeit, dass hier in deiner jetzig ausgedachten Welt aufgrund deines Programms, das wohlgemerkt du dir nicht raussuchen konntest, haben wir so viel drüber gesprochen, diese Verschiebung, was arbeitest denn du eigentlich?
eigentlich interessiert in erster Linie, wie du Geld verdienst. Dass das eigentliche Arbeiten, was Arbeiten ist, immer im klassischen Standardslang deiner jetzigen Welt, aufgrund deines Schwamminhalts, dass du dir nicht raussuchen kannst, ist Arbeit immer verbunden mit Geld kriegen. Arbeitslose. Das sind bloß die, die kein Geld kriegen. Das mit Arbeit kriegst du, Arbeit gibt es genügend. Das ist ein durch und durch falsches, verlogenes System. Und wohlgemerkt, absolut bewusst erschaffen. Jetzt denkst du dir, einen Obersten der Behörde, wo die Führerscheine entstehen, die Fahrschulen, die Zentrale und die, die jetzt die Führerscheinprüfungsbögen rausgeben, die haben die ganz bewusst mit diesen Fehlern erschaffen. Und genauso ist es mit deiner jetzigen Trauminhalt, mit einem Schwamminhalt. Der ist extrem fehlerhaft. Und jetzt betone ich nochmal, achte auf das Wort Fehler. Fehler ist was ganz was anderes wie falsch. Es fehlt etwas. Und du wirst nie eine Vollkommenheit erreichen, solange du irgendwas wegstreichst oder bekämpfst. Und das Erste, was du jetzt mitkriegst, wenn du deine Zeitgeschichte studierst, bis jetzt, bis dato, eine ausgedachte Zeitgeschichte, die du aus das Buch heraus, aus das Internet heraus studieren kannst, das sind all diese Märchengeschichten, die angeblich einmal in der Vergangenheit waren. Märchen waren ja nie in der Vergangenheit. Ich sage, die Zeitgeschichte ist eine riesen Märchengeschichte. Dann wirst du feststellen, dass bis zum heutigen Tag, jetzt die Politik bleibt mal zeitaktuell, dass die jede Art von Verbesserung, jedes Loch, das die stopfen wollen, reißen die 5 neue Löcher auf. Fällt mir jetzt wieder die Sache ein, wo die irgendwo hier vom Palast in Berlin vorne aufstellen sollten in der DDR. Kennst du die Geschichte? Da sind 2 DDR-Arbeiter und graben ein Loch und stellen den vorne in Mast rein und der Ulbricht schaut oben von seinem Büro aus, schaut dazu. Das ist das Problem, es ist ein Haufen Erde da. Und dann sagen die, was macht man jetzt mit der Erde? Da sage ich, okay, einfach, da graben wir ein Loch und tun es da rein. Das ist Politik. Jetzt graben die ein Loch und tun die Erde da rein, jetzt ist nochmal ein Loch, nochmal Erde da. Und dann sagen die wieder, sagt André, machen wir einfach nochmal ein Loch und tun es da rein. Und der Ulbricht schaut von oben zu und dann macht das Fenster auf, weil es nicht mehr mit anschauen kann und schreit runter, hey, ihr Deppen, ihr müsst tiefer graben. Dann geht mehr rein. Ihr müsst tiefer graben, dann bringt das rein, den Dreck. Das ist das, was Politik macht. Kommt immer zeitverzögert. Das große Problem, dass es immer zeitverzögert kommt. Darum sage ich, wenn du einen Fehler jetzt erkennst, meistens, wenn ich dich darauf hinweise, dann setzt du einen Haken. Und jetzt sorge ich dafür, dass ich dich nochmal teste, ob du ihn wirklich erkannt hast, indem ich dir das in einer anderen Form, was du da erkannt hast, nochmal einspiele. Und wenn du jetzt wieder negativ reagierst, wenn du es wirklich abpackt hast, reagierst du nochmal. Und du wirst feststellen, dass du dich zwar dann ruhig machst mit Holo-Feeling, aber wenn dieselbe Situation auftaucht, dann regst du dich wieder auf. Und das ist, sobald du dich aufregst, streust du einen Samen aus. Und da du in der Zeit lebst, geht der Samen auf. Das heißt, immer wenn du dich aufregst, stell dir vor, du streust einen Samen aus. Und darum kommt das Problem nochmal zeitverzögert, um zu testen, ob du nochmal einen Samen ausstreust. Und du wirst dich dann ein wenig runterholen, immer weniger ausstreuen, irgendwann ist es kein Thema mehr. Es ist halt das Problem der Zeit. Aber wenn du mal verstanden hast, dass immer alles, was ist jetzt, ist, dass das Sinnloseste, was es überhaupt gibt, der Zukunftsangst ist. Der Wahnsinn der Versicherungen. Ich könnte jetzt so viel erzählen, die über Versicherungen. Es ist einfach nur eine, die abgreifen ohne Ende. Das ganze Geldsystem, wenn das, was das Geld kostet, was ihr noch nicht verstanden habt, in der Art von Geld, wo ihr denkt, alles, was kostet, ist irgendjemand, der Geld bekommt. Es ist immer bei Geld in der ausgedachten Form immer jemand, dem, wo was weggenommen wird und der andere bekommt. Und wenn es dann kollabiert, und wir sind kurz davor, dass es ist nicht aufzuhalten, ist jetzt kein Unruf dieser Prophezeiung. Du weißt, was ich Prophezeiungen ziemlich zu stoppen, weil sonst wären es keine Prophezeiungen, die nützen dir auch nichts. Du musst dich einfach darauf einstellen, dass es passiert. Dann gibt es eben wieder eine Geldentwertung, das ist das ewige Spiel. Meistens einhergehend mit einem Griech. Buh, habe ich dir jetzt Angst gemacht. Grieche bekämpfen jetzt hier Daniele Ganzer, Friedensaktionen, haben es wesentlich überhaupt nicht verstanden. Das ist ein Symbol. Der Griech ist ein Symbol für Zerstörung. Im Hinduismus nennt man das Shiva. Und das ist der Gott, der am meisten angebetet wird. Und da kann ich euch 1000-mal sagen, wenn du jetzt ein Säugling hast, ein Kind bekommen hast,
Wenn der nicht komplett sich auflöst, wird es kein Schuldchen. Doch dann immer wieder bei viele jetzt hier, wenn beim Bezi, wenn ich jetzt auch Bezi, seine Esel wäre eine 13, dann hätte er die letzten 13 Jahre Windel wechseln dürfen. Es ist nichts Negatives. Der Bauer, der das Feld umgräbt. Es ist nur negativ für welche, die festhalten wollen, die nicht loslassen können. Das ist bis in die Schulmedizin, der ganze Wahn mit Organspenden. Es ist wieder natürlich, es ist gegen göttliche Schöpfung zu meinen, du müsstest irgendwas Ausgedachtes, was Existierendes am besten ewig am Leben erhalten. Existenzen, Existere, heraustreten aus. Nennen wir es Evolution, herausrollen. Evolution ist ein momentaner Effekt, der eigentlich geheiligt wird wieder durch die Revolution und darauf folgt wieder eine neue Evolution. Herausrollen, hineinrollen, immer gleichzeitig. Jetzt schaut, ihr merkt schon bei den Worten, ich kann es nur nacheinander sprechen. Machen wir ein Päuschen. Simpel, das ist die Geschichte, darum reite ich immer wieder auf diesen Themen rum, weil wenn es verstanden wäre, hättest du kein Problem mehr. Jetzt kannst du ganz einfach überprüfen, ob du es verstanden hast. Du beobachtest dich die jetzt ausgedachten letzten 14 Tage, ob irgendwas ist, was dich aus der Bahn schmeißt. Aber jetzt ging meine Frage eigentlich weiter. Also dieses Chat-Denken von JCH, ihr unendliches Chat. Das macht nicht JCH, das macht da auch das rote Ich schon von der Inge. Die ganze Zeit, Inge. Das ist jetzt hier, pass auf Inge, das Chat-Denken. Ich sage immer wieder, du musst einfach zuhören. Wie oft habe ich euch erzählt, auch gestern, hier und jetzt gedacht, dass ich sage, wenn du im Bereich des feinstofflichen Denkens, der Welt der Gedanken bist, wenn du mir jetzt zuhörst, da muss dir eins klar sein, dass wenn jetzt Worte fallen, du magst nicht aus jedem Wort ein Bild, eine Vorstellung. Du verstehst die Worte und wenn ich jetzt vom Loder spreche, dann ist der Loder ist nicht, das ist ein kurzes Aufblitzen des Geräusches Loder ihm jetzt. Das ist ja, wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Aufnahme machen und wir haben hier so ein Begelmeter, dann schwankt der Zeichen immer so, früher der Zeichen und jetzt das Leuchtband, die Aussteuerung. Dann merkst du, dass jedes Wort eigentlich hier einmal kurz aufblitzt, wenn wir so Aussteuerung anschauen. Okay? Und wenn jetzt das Wort Loder in dir auftaucht, ist mit dem Inge-Programm, das ist ein Geräusch und das Inge-Programm hat einen Speicher, da ist Loder-Wissen drauf. Das ist Chat-Denken. Und da ist ja nicht nur, dass du jetzt ein Bild vom Loder machen kannst, sondern du hast eine gewisse Menge an Wissen von dem Loder. Deine ganz persönliche Erfahrung mit der Figur Loder in deinem Traum. Und das ist alles gleichzeitig da in dem kurzen Aufblitzen des Wortes Loder. Okay. Ist Lothar auch ein Buch? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das ist ein sehr und komplexes Buch. Es gibt Verknüpfungen. Das ist übrigens so, ich komme gleich dazu, dass das Loder-Buch, das ist nicht nur ein Buch, das ist ein Loder in der Inge, wird einen ganz anderen Loder aufwerfen, wie zum Beispiel hier das Wort Loder beim Loder seiner Frau. In dem Programm vom Loder seiner Frau ist er komplett, ist das Wort Loder, ist dasselbe Prinzip, dass das aufblitzt, ist aber in dem Chat was anderes drin wie bei der Inge. Ich gehe mal davon aus, dass da nicht nur mehr drin ist. Wie lange bist du verheiratet, Loder? Ist er da? 43 Jahre. Das hast du zu 43 Jahre, dann kommst du eh in den Himmel, dann hast du die Hölle hinter dir. dass 43 Jahre ein größerer Schwamminhalt ist, mit dem bisschen, was du jetzt über den Loder weißt. Der Loder selber, wenn er an sich denkt, ist auch ein Programm. Aber deine Frage jetzt, ob das eigene Bücher sind, das ist mit dem Bücherregal relativ schwer zu erklären. Wir müssen jetzt sagen, pass auf, wir müssen weg von dem Buch, sondern wir müssen hin zu einem Videospiel. Und ein Videospiel sind Charaktere. Und das ist, ich nenne das jetzt einmal ein Konstruktprogramm. Und dieses Konstruktprogramm, wenn du dieses Videospiel in den Computer reinschmeißt, du bist der Computer, alles, was prinzipiell auf dem Bildschirm auftauchen kann, ist auf diesem Konstruktprogramm in einer Form von Kontinuum, lückenlosen Zusammenhang, eins da. Okay, und das jetzt, das Spiel beginnt, das sind viele KIs. Nehmen wir eine dieser KIs, das sind jetzt, was ich Schwamminhalt bisher genannt habe, nehme ich heraus und ich mache die KI zu einem Spieler. Die Inge-KI zum Beispiel hat auf ihrem Bildschirm, wenn du jetzt heimfährst zu deiner Familie, du hast ein ganz eigenständiges Leben, das entspringt aus dem Konstruktprogramm. Da taucht jetzt vielleicht auch ein Loder auf. Nehme ich den Loder raus, taucht in dem ein komplett anderes Leben auf, wo mal der Inge auftaucht,
kommt aber aus demselben Konstruktprogramm, weil im Konstruktprogramm hängen die alle zusammen. Das ist jetzt eine komplexere Einheit. Hast du das ungefähr verstanden? Ja. Einfacher kann ich es dir in deiner Logik in Basic nicht erklären. Okay. Perfekt erklären könnte ich es dir jetzt symbolisch gesprochen mit Holofeeling, das ich jetzt immer mit Windows symbolisiere. Wenn jetzt das Programm inne oder der Charakter inne nicht mehr ist, ist abgeschlossen. Was dann passiert, dann spielst du im selben Programm einen anderen Charakter. Das Programm ist deswegen, das Konstruktprogramm ist das nenne ich Bücherregal. Das ist eine Frage mit dem Chat. Dann spielst du die andere Reihe, einen anderen Charakter. Und jetzt wirst du plötzlich diese Jesus-Sprüche, das, was du deinen Nächsten tust, tust du dir selber, weil alles, was du jetzt jemandem Gutes tust, wirst du irgendwann einmal, wissen wir doch, wann das ist, immer jetzt, wirst du jetzt mit jemandem konfrontiert, der dir was Gutes tut, dass du letztendlich in einem anderen Leben und du musst loslassen von dem zeitlichen Denken. Das ist das große Problem im Hinduismus, weil die das immer sich chronologisch vorstellen. Du wirst dann im selben Konstrukt, im selben Bücherregal die Rolle spielen, wo du jemandem was Gutes tust, der du letztendlich auch im Jetzt selber bist, wenn du die andere Rolle spielst. Und wenn du einen ausschmierst, bist du der ausgeschmiert wird von an. Du kannst von der Einheit aus gesehen immer bloß dir selber wehtun oder dir selber Gutes tun. Weil es gibt bloß einen Geist, der träumt. Und sobald er zu einem Geistesfunken wird, wird er zu einer Personifizierung in dem Traum. Das heißt, wenn ich das Buch zurückstelle, bleibt das Konstruktprogramm erhalten. Das ist immer gleich. Am Konstruktprogramm ändert sich doch nichts, wenn du Video spielst. Nichts. Das Einzige, was du magst, dass du dem Konstruktprogramm individuelle Speicher können. Darum ist immer bei Videospielen, braucht man relativ einen großen Speicher. Das Konstruktprogramm änderst du überhaupt nicht. Aber jeder Spieler legt seine Spur, die er schon gespielt hat. Und jetzt kannst du natürlich, gibt Spiele, dass du immer wieder von vorne anfangen kannst. Ich sage immer, bei den einfachsten Videospiele früher, du musstest irgendwie durch einen Tunnel, wo dann Gegenstände runterfallen und wenn du nicht aufpasst, fällt der Stein auf den Kopf und dann hörst du das Geräusch. Und dann fängst du wieder von vorne an. Das ist wie im wirklichen Leben, Heiko. Ich weiß, wovon ich spreche. Bis du wach wirst. Ich kann auch ganz am Ende sein und dann entscheiden, ich fange nochmal wieder von vorne an. Du kannst das, wenn du frei bist, kannst du sagen, das war jetzt so ein geiles Leben, da probiere ich jetzt einmal was anderes aus, mit derselben Rolle. Das ist das, was drum sind die Computer auch und die Videospiele da. Das ist das Geistreicheste, was es gibt, wenn dann sagen, die Jungen verdummen immer mehr, was übrigens auch stimmt. Die Schwierigkeit, die wollen bloß Points bei Autorennen, die wollen gewinnen. Das ist eine Sache, muss ich jetzt bei aller Bescheidenheit sagen, als Udo, selbst wie ich jetzt klein war, habe ich irgendwann nochmal Schach gelernt. Ich bin der miserabelste Schachspieler gewesen, den es überhaupt gibt. Aber nicht, weil ich vielleicht schlecht bin, sondern ich damals schon festgestellt habe, sobald ich ein Prinzip eines Spiels begriffen habe, habe mich das Spiel gelangweilt. Mich hat nie das Gewinnen interessiert, sondern immer nur, wie funktioniert das Spiel und die Regeln. Und das ist natürlich, wenn du jetzt irgendein Videospiel spielst, dann geht es ja bloß um Punkte, die wollen ja bloß erfolgreich sein. Die sollten sich, der Sinn ist, dass du dich damit auseinandersetzt, wie funktioniert das eigentlich? Was ist der Sinn, ob du jetzt eine Insel bevölkerst oder ob du, eine Stadt aufbaust, wie bei SimCity, diese ganzen Strukturen, die Infrastrukturen aufbaust, wo du merkst, wo alles geht ja bei Siedler schon los, oder wenn du die Anno-Serie mal anschaust, das ist sowas von komplex, dass ich dann immer schmunzel, wenn man sagt, die älteren Herren und die Professoren, die spielen Schach, weil das was für Gescheite ist. Das Schachspiel in der reinen Struktur ist sowas von primitiv gegen dieses Kinderspiel Anno. Da wirst du mit Wirtschaftssimulationen konfrontiert, wo dir bewusst wird, wenn du Bürgermeister bist, das ist das klassische Spiel, wo investiere ich mein Geld? Umso mehr Geld ich habe, kann ich Straßen bauen, kann Krankenhäuser bauen. Dann fällt es aber immer woanders. Dann weißt du, wenn du Straßenbau nachlegst, dann werden die Straßen kaputt in dem Spiel. Dann sagst du, gut, dann machen wir einfach die Steuern hoch, plötzlich wandern die Leute ab. Das ist ja das, was bei uns schon längst passiert ist. Das Lover-Phänomen in den Sozialwirtschaften, dass man festgestellt hat, wenn du reich bist, dass es wesentlich mehr Sinn macht, deine geistliche Energie, deine Kreativität da reinzustecken, wie man Steuergesetze ausschmiert und wie man das umgeht, anstatt dass man was Neues entwickelt. Das Geld wird mittlerweile mit Geld verdient, nicht mit Arbeit oder mit Gegenständen. Das ist ein riesengroßer Druckschluck. Das große Geld in deiner Welt wird mit Geld gemacht. Die Artikel, die produziert werden, sind ein wichtiger Hintergrund. Der müsste überhaupt nicht sein. Es ist auch hier Verlogenheit, ob das Umweltschutz ist. Das sind alles Wahnsinnige. Das wird dir immer mehr bewusst. Du siehst Fehler. Die sind auch da, wenn du sehen kannst. Und jetzt wohlgemerkt, das ist ein Führerscheinprüfungsbogen, weil
es fehlt was zur Vollkommenheit. Und der Einzige, der das verändern kann, das bist du. Also ich bin es nicht, ich bin bloß ein Gedanke von dir. Muss ich es nochmal wiederholen? Ein Denker denkt sich etwas. Egal, was er sich denkt. Der Einzige, der diesen Gedanken verändern kann, ist der, der sich's denkt. So, und jetzt denk an das heliozentrische Weltbild. Denk einfach nur an Weltbilder. Dann kannst du jetzt erst einmal schauen, was dein momentaner Schwamminhalt an Weltbildern hergibt. Du kannst jetzt in dein Internet gehen, du kannst Gott fragen und er wirst feststellen, der knallt dir nochmal etliche hin. Noch krasser ist es in der Farbenlehre. Mit ein bisschen einer Schulbildung wirst du feststellen, da haben wir zuerst einmal jetzt aktuell intronisiert, bei dir ist es die judische Farbenlehre. Das hängt eben mit einem jüdischen Weltbild zusammen, das noch in dir drin ist. Das ist ein Schwamminhalt. Dann wird als nächstes vielleicht die Farbenlehre von Goethe kommen. Habe ich vor hier und jetzt gedacht, vielen Jahren schon darauf hingewiesen, wenn wir jetzt ausgedachterweise unseren Goethe ausdenken, der war ja voll im Glitschkling mit den Juden, mit seiner Farbenlehre. Du solltest doch mal den Brief von Goethe, Deutscher, über die jüdische Farbenlehre, der hat sich einfach hingesetzt und hat versucht, das zu überprüfen. Zum damaligen Zeitpunkt, er hat Fehler gefunden ohne Fehler. Da wird jetzt jeder sagen, das ist ein Blödsinn, wir können das doch alles überprüfen. Dann lächle ich und sage, stimmt, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wenn der Glaube in dir installiert ist, dann ist das für dich so. Aber das Schöne an den Farbenlehren, es gibt nochmal 40 oder 50 andere, die sind bloß unbekannt. Dann muss man in deinem Internet einfach mal nachforschen, was da alles rauskommt aus dir. Das kommt nicht von außen nach innen. Muss ich es nochmal sagen, versteht ihr kein Deutsch? Das heißt Internet, nicht Außernet. Internet ist nur die modernste Bezeichnung für Gott. Ein Sammelsurium von unendlich vielen Möglichkeiten, das explosionsartig wächst. Ist übrigens die Speicherkapazitäten, die wir mittlerweile haben, ist wieder genau unsere Kurve, die ich im Bleinfeld-Vortrag, nicht im letzten, sondern im vorletzten erklärt habe, dass die Bevölkerungswachstum, der Anstieg dieser relativistischen Phänomene in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit, das Wachstum deines Bewusstseins, wie ich sage, wo dann die Zeitachse so eine Bewusstseinsachse war, dass die Stille wenigstens stehen wird, die Zeit, es ist kurz nach 2000, da sind wir jetzt. Das ist ganz anders erklärt, wie Esoteriker dir das erklären. Das sind alles Weltverbesserer. Die denken sich eine Scheißdreckswelt aus und wollen diese Welt verbessern. Indem sie meinen, sie müssen die Welt verändern. Keiner will das Programm verändern. Verstehst du den Unterschied? Eine elementare Veränderung in einem Videospiel passiert, wenn du das Programm veränderst und nicht, wenn du ständig die Bilder veränderst auf dem Bildschirm. Das verändert am Programm überhaupt nichts. Und die Veränderung des Programms darf nicht heißen, das will ich nicht mehr, sondern ich will das, sondern wir lassen alles so, wie es ist. Wir machen bloß das, was wirklich auf der Programmebene fehlt, neue Möglichkeiten dazu. Und diese sich widersprechenden Möglichkeiten zu den bestehenden Möglichkeiten in der Synthese, die heben dich auf eine höhere Ebene. Kreis und Dreieck waren so ein Kegel. Krieg und Frieden werden zum absoluten Frieden. Frieden heißt die Frucht des Paradieses. Hebraisiert, wenn man weiß, was das ist. Was deine Welt nicht, weil die müssten mal Holofilling studieren. Holofilling gibt es in deiner, die Vordersprache gibt es in deiner Welt nicht. Da weiß kein Theologe, was davon, niemand. Weil das was ganz Eigenständiges ist. Und sage ich immer wieder, du bist ein Auserwähler. Das passt einmal im Freispatz, danke. Schaut, die tut sich für was ab, der gar nichts spüren kann. Das ist eine große Schwierigkeit. Meinst du, das Big Family nicht ganz gespannt? Das ist ein Mechanismus. Sonst holen wir nur einen Mech Animus. War nochmal, Mech im Chat heißt Gehirn, Ani ist das kleine Ich, Ani heißt die schöpferische Existenz eines Intellektes. Das ist der blaue Mensch, das Programm und muss. Mech Ani, ein Gehirn, ich muss. Es muss so funktionieren, wie es einfach programmiert ist. Das ist das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. So wenig wie der Udo sich raussuchen kann, dass er dich jetzt zulabert, das, was du zu sein glaubst, oder du dir raussuchen konntest, dass du das jetzt hörst. Es ist auf deinen Film drauf, ich immer wieder so. Du träumst es jetzt. Und ich sage, du musst dich jetzt dafür beschäftigen, wer du bist. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist der, der sich das alles ausdenkt. Dich selbst, den Udo, eventuell eine Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht. Kann sein, dass du zu den Flachösern gehörst, dass du wieder so weit einen Rückschritt machst, dass du meinst, die Welt ist eine Scheibe, was in keinster Weise eine Verbesserung ist. Übrigens alles vollkommen logisch erklärt für dich selber, weil du wirst dir alles mit deiner Logik erklären, die gar nicht deine Logik ist. Es ist die Logik eines anderen. Ich sage immer, das ist nicht deine Meinung, sondern eine andere. Was junge Mädchen anziehen, es ist nicht ihre Meinung. Es ist ein Nachäffen von Modetrends.
die unheimlich wichtig. Alles, was modern ist, ist modern. Sind Zeiterscheinungen. Zeit ist immer jetzt. Und das ganze Spiel passiert, dass man möglichst viel Geld ausgibt, dass wieder der Rubel rollt. Dass schon die Tatsache, dass eine Elite glaubt, die Welt ist einfach nur dazu erschaffen worden, dieses Leben als Ding an sich, um Geld zu verdienen, weil es ohne Geld nicht geht. Das ist der Rauschgiftsüchtige, der sagt, ohne Heroin geht es doch nicht mehr. Ohne Computer geht es doch nicht. Ohne Handy geht es doch nicht. Ich sage jetzt übrigens nicht, dass man die wegmachen sollte. Verstehe mich da nicht. Nichts wegmachen. Erweitern. Dass das Zeug, die Glückseligkeit, die durch eine Droge erzeugt wird, ist eine Zwangsglückseligkeit. Die wirkliche Glückseligkeit ist was ganz was anderes. Lernen dürfen, Neues erfahren. Sich selbst in unendlich vielen Variationen und Formen erfahren dürfen. Das ist der Sinn des Lebens. Und da ist das, was du zurzeit zu sein glaubst, noch eine sehr, sehr primitive Form. Was du noch alles werden wirst, das ist eine Versicherung. Kannst du dir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen. Und das ist jetzt nur ein Traum. Und es wird sein. Ich kann dir sogar sagen, wann das passiert. Immer jetzt. Du musst bloß irgendwann einmal loslassen und es fließen lassen. Und das Neue, wirklich neu, dich neu erleben, als wir anders erleben, ist erst möglich, wenn sich das aufgelöst hat, was du jetzt zu sein glaubst. Und das hast du dein ganzes Leben jetzt schon ausgedachterweise von dir in einer Zeitachse, vom Säugling bis zu dem, der du jetzt bist, schon erlebt. Obwohl du doch immer noch dasselbe Ich bist. In vielen verschiedenen kleinen blauen Ichs, in kleinen Personas. Also was hast du eigentlich Angst, dass du dich auflöst? Wenn du weißt, was du bist, hast du keine Angst, dich aufzulösen. Nichts, ein nicht denkbares Nichts kann nicht vernichtet werden. Und was du alles bist, das ist unendlich viel, das ist alles. Das ist die Energie, die weder vernichtet noch vermehrt werden kann. Und jetzt kommen wir in Physikbücher rein, das habe ich so oft gesagt, nur schauen wir Energieverbrauch, Energiegewinnung. Also offensichtlich die Energie, von denen die sprechen, hat mit der Energie, von der ich spreche, nichts zu tun. Die wird übrigens auch in den Physikbüchern erklärt. Das ist die Einstein-Formel. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Ein träumender Geist wird ständig in eine andere Information umgewandelt. Das ändert an den träumenden Geist als Ding an sich überhaupt nichts. Punkt. Diese Sätze, wenn du das verstanden hast, dann ist alles vom Tisch, dann versuchst du dich an einem Leben zu halten. Jetzt wird deine Logik sich einmischen. Ja, wenn ich nur mal auf die Arbeit gehe, fliege ich aus der Wohnung raus, dann kann er mir nichts mehr kaufen, ich brauche doch Geld, so ist alles unheimlich logisch. Es wird übrigens genauso kommen, wie du glaubst, dass es ist. Das heißt, du wirst das erst ändern, wenn du deinen Glauben veränderst. Ja, wie verändere ich meinen Glauben? Durch Verstehen. Das ist einfach ein Reifepunkt. Das ist wie wenn du jetzt eine 6-Jährige, wie schaffe ich das, dass mir ein Bart wächst? Es passiert. Innerhalb dieser Chronologie deiner Vorstellungskraft passiert es ganz einfach, wenn du die reif wirst. Darum betone ich immer wieder, wenn jetzt nochmal die Laura, wo ich gesagt habe, Laura, in deinem Alter, du wirst merken, da kann ich reden, so viel du willst, du kannst es hören, du wirst es trotzdem nicht verstehen. Das macht dir vielleicht logisch erscheinen, sage ich, aber in dem Alter hast du halt einfach, wenn du 20 bist, um den Dreh rum, wird für dich, wenn ein 50- oder 60-Jähriger was sagt, obwohl es ganz einfache Worte sind, solche, wirst du mal selber so alt und dann wirst du über dich schmunzeln, über das schmunzeln, was du jetzt zu sein glaubst. Ja. Sagt jeder Ältere, breites Grinsen im Gesicht. Musst du jetzt keinen Pubertierenden hinstellen, der wird das nicht akzeptieren, weil der ja hundertprozentig sicher weiß, dass die Alten keine Ahnung haben. Aber sind nicht genau diese Pubertierenden unsere jetzigen Wissenschaftler und Weltverbesserer, die vielleicht einen gewissen Respekt, wenn sie es brauchen können, dann wieder Mystiker zitieren, aber nichts, absolut nichts von den Worten verstanden haben, auch nicht verstehen können, solange sie mit einer materialistischen Logik arbeiten. Da kannst du das nicht verstehen. Und da wird es also so zeitaktuell, wenn ich sage, die Jesus-Sprüche im Neuen Testament, das sind Hammerschläge. Und das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion. Ihr Menschen, ihr glaubt außen zu leben, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Oder wenn ich sage, hier nehmt hin, das ist mein Fleisch und esst es. Hey, der ruft ja Kannibalismus auf. Kann das so Sachen zeigen, die Christengegner, die sagen, das ist ja Kannibalismus. Da müsste ich bloß einmal nachschauen, das hebräische Wort Fleischbecher hast auch die göttliche Botschaft. Das ist meine göttliche Botschaft. Sei sie selbst, weil ich sage, ich bin du. Dann ist es auf der behauptet, der ist Gott. Ich sage, ich behaupte, ich bin Einheit, ich bin heilig.
Und dieses Ich, das jetzt behauptet, ist mit Sicherheit nicht der Gedanke Udo, den du dir ausdenkst. Das ist eine winzige Facette. Da bist du wesentlich mehr Gott wie ich. Weil wer erschafft jetzt wen? Erschafft der Gedanke Udo, den du denkst, dich? Meinst du, dass der Udo an dich denken kann? Ich kann mir jetzt einen Brösel ausdenken, das bist aber nicht du. Ich kann mir jetzt zum Beispiel einen Brösel ausdenken, der sich die Aufnahme anschaut, aber das bist nicht du. Ich rede mit dem, der sich uns ausdenkt. Aber bist das nicht trotzdem du? Jetzt frag dich einmal, wer sich jetzt die Brösel hier ausdenkt oder der sich jetzt diesen Monitor ausdenkt mit dem Bild drauf. Wer ist das? Ist das der Vormonitor? Das ist doch auch bloß was Ausgedachtes. Du musst die Welt des Ausgedachten, die Welt der Existenzen verlassen, in eine Welt dich hineinbegeben, die du niemals erreichen kannst, weil du schon dort bist. Das, was du bist, kannst du nicht erreichen, weil man kann nicht etwas erreichen, was man schon ist. Der Säugling kann erreichen, dass er Schulkind wird, ausgedachterweise, in der Welt der Raum und der Zeit. Der Säugling, das Schulkind kann erreichen, dass es erwachsen wird. Es wird aber niemals erreichen, dass es der Leser wird, der sich das ausdenkt, wenn es ein Roman eine Lebensgeschichte ist. Weil der Leser ist in dem Moment auch schon wieder was Ausgedachtes. Das heißt, das, was es zu erreichen gilt, kann man nicht erreichen. Man muss begreifen, dass man das schon ist. Etwas nicht Denkbares, etwas nicht in Erscheinung treten Könnendes. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass du weißt, was ewiges Leben bedeutet. Ewiges Leben kann nur jemand erleben, der nicht existiert. Weil alles, was er erlebt, ist Existenzen, die unterliegen einem ständigen Wechsel. Und es war schon immer so und es wird immer mehr so sein. Das Meer erlebt sich durch seine Wellen. Es kann aber als Ding an sich nicht selber eine Welle von sich selbst werden. Damit steckt alles drin. Und jetzt machen wir ein Päuschen. Mach auf Stopp. Habe ich wieder dasselbe erzählt. Aber es ist es. Aber es ist es. Aber es ist es. Aber es ist es.